Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, welche Glitch noch alle funktionieren, Leute. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten Glitch an. Und das ist der Affenbomben-Glitch. Wie der geht, ganz einfach. Ihr braucht einen Kumpel in der Lobby und eine Affenbombe. So, ich bin der Host, darum gebe ich die Affenbombe meinen Kollegen. Und was ihr jetzt machen müsst, Leute, euer Kollege wirft die Affenbombe. Und während die Affenbombe in der Luft ist, pausiert ihr das Spiel und euer Kollege verlässt das Game. So, ihr müsst jetzt im Pause-Menü bleiben, falls ihr wollt, dass euer Kollege wieder reinjoint, bis er wieder drin ist. Ganz wichtig, Leute, seit dem neuesten Update könnt ihr nur noch bis Runde 5 nachjoinen. Um bis Runde 5 genug Schrott zu sammeln für die Affenbombe, nehmt euch am besten Aufsätze mit für eure Waffen, die eure Beutechance für Schrott erhöhen. Und wenn euer Kollege wieder da ist, dann könnt ihr das Spiel ganz normal wieder starten und die Zombies werden sich an der Stelle versammeln, wo ihr die Affenbombe hingeworfen habt. So, das war Glitch Nummer 1, Leute. Weiter zu Glitch Nummer 2. So, Glitch Nummer 2, könnt ihr eure Kriegsmaschine Munition auffüllen? Und zwar, Leute, müsst ihr dafür eure Kriegsmaschine bis auf eine Kugel leer schießen, also niemals komplett leer schießen. Wenn ihr das gemacht habt, wechselt zu eurer Waffe, Leute. Drückt auf Packer Punch und gleichzeitig eure Kriegsmaschinentaste, also bei mir ist es E und gleichzeitig die 3. Dann wechselt ihr zur Kriegsmaschine, dann puncht ihr einmal, Leute, und eure Kriegsmaschine ist wieder voll. Ganz wichtig bei dem Glitch, ihr braucht mindestens eine Waffe, die einmal gepuncht ist, weil dann kostet jedes Mal diese Kriegsmaschine auch für 5000. Für die Low Rounds scheint das vielleicht ein bisschen viel zu sein, Leute, aber je höher die Runden sind, umso schneller beziehungsweise umso mehr Geld habt ihr und das wird am Ende gar kein Problem mehr sein. Falls ihr das mit einer Waffe macht, die nicht gepuncht ist, dann wird das immer teurer. Beim ersten Mal 5, dann 15, dann 30.000. Ich glaube, bei den meisten Keyboard-Spielern ist das die F-Taste. Also dann, Leute, die F und 3 so ziemlich gleichzeitig drücken, dann seid ihr in diesem Menü und habt eure Kriegsmaschine in der Hand und puncht sie und habt wieder 12 Schuss. So, das war's dann auch mit diesem Glitch und weiter geht's zu Glitch Nummer 3. Glitch Nummer 3 ist der unendlich Minigun Glitch. Hierfür braucht ihr erstmal eine Minigun, Leute. Und diese Minigun könnt ihr wieder leer schießen bis auf eine Kugel. Also ihr dürft die niemals komplett leer schießen, Leute. Und als nächstes braucht ihr nochmal 50 seltenen Schrott, um euch einen Bogen zu kaufen. Das könnt ihr auch mit einer Kriegsmaschine machen, aber der Bogen ist einfach billiger, Leute. So, wenn ihr die dann bis auf eine Kugel leer geschossen habt, dann hebt einfach den Bogen auf. Und danach wieder die den Todbringer und ihr habt wieder 400 Schuss, Leute. Das könnt ihr jetzt die ganze Zeit machen. Ihr braucht jetzt nicht noch einen extra Bogen zu kaufen, sondern könnt auch den Bogen auf dem Boden wieder aufheben. Hier einmal zur Waffe wechseln, den Bogen aufheben, dann wieder Minigun aufheben. Und wenn ihr wieder zu Minigun switcht, habt ihr wieder 400 Schuss. So, das war's mit Glitch Nummer 3 und wir gehen weiter zu Glitch Nummer 4. Und zwar, Leute, zeige ich euch jetzt, wie ihr unter die Map kommt. Das klappt auch noch. Ihr braucht auf jeden Fall eine Selbstwiederbelebung, Leute. Dann lasst ihr so 2-3 Zombies anleben, lässt euch downen, schießt das Magazin eurer Pistole einmal leer und danach holt ihr euch wieder hoch. So, wenn ihr dann wieder am Leben seid, Leute, dann nimmt die Zombies, also die Zombies sollen dann hinter euch herlaufen, dann müsst ihr euch gleich hier hinlegen. So, ich zeige euch das mal, ich habe jetzt 2 Zombies. Dann laufe ich hier zum dritten Kreis hier, leg mich hin und halt die Taste nach vorne gedrückt. Und die Zombies werden euch jetzt von hinten so ein bisschen pushen. Ihr macht dann, ihr drückt dann auf die Ducken-Taste, Leute. Und falls nicht klappt, legt euch wieder hin. Ladet euer Leben ein bisschen auf. Drückt wieder die Ducken-Taste. Und ihr solltet unter die Map fallen. So. Wenn ihr dann unter der Map seid, Leute, könnt ihr hier an verschiedenen Orten die Zombies spawnen. Wenn ihr springt, dann versammelt die sich dort, Leute. Ihr könnt hier springen, dann sind die über euch. Und ja, hier könnt ihr auch Munition nachkaufen. Und zwar hier unterm Flugzeug, Leute. Einfach drunter stellen und ihr könnt Munition kaufen. Bei mir geht es jetzt gerade nicht, weil ich einen Hammer habe und dafür keine Munition kaufen kann. Aber falls ihr eine Waffe habt, dann könnt ihr hier Munition nachkaufen. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Und zwar, Leute, ist es der Truck Pileup Glitch. Hierfür begebt ihr euch zum Teich, Leute. Springt hier drauf. Und wenn ihr hier oben seid, Leute, dann lauft ihr so ein bisschen vor und zurück. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden eure Füße in der Luft schweben. Und die Zombies versammeln sich an dem Ort, wo ihr zuletzt den Boden berührt habt. Also bei mir war es da, Leute, also versammeln sich die Zombies auch dort. Wäre ich von hinten auf den Truck gejumpt, dann hätten sich die Zombies auch hinten auf den Truck versammelt. So, ganz wichtig bei dem Glitch, Leute, die Megatons können euch auch hitten. Ich würde euch am besten empfehlen, nehmt den Feuerring mit, falls der Megatron kommt, damit ihr den auch ganz schnell down bekommt.
Das war's dann auch mit dem fünften Glitch und wir kommen nun zu Glitch Nummer 6. Der nächste Glitch ist im Packer-Punch-Raum, Leute, hier an dieser Treppe. Ihr stellt euch so hin wie ich, drückt die Taste nach rechts und klettert über dieses Geländer und dreht euch dabei so ein bisschen nach links, so wie ich, Leute. Also springt drüber, dreht euch nach links, dann fallt ihr hier drauf und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich die Zombies auch über euch versammeln. Also noch einmal, Leute, ihr steht hier, drückt die Taste nach rechts, klettert drüber und dreht euch dabei nach links und landet hier oben auf dieser Kiste. So, nehmt hier am besten auch Feuerring mit, denn der Megatron wird auch auf euch schießen, Leute. Und mit dem Feuerring blockt ihr halt die Schüsse und könnt ihn auch ganz schnell downen. Die restlichen Zombies versammeln sich alle über euch. Und das war's dann auch mit diesem Glitch. Kommen wir nun zum nächsten Glitch. So, Leute, der nächste Glitch ist im Packer-Punch-Raum. Und hier versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Und wie dieser Glitch funktioniert, zeige ich euch jetzt. Und zwar stellt ihr euch unten an der Packer-Punch-Treppe links hier an diesem Geländer. Springt aus der Distanz nach vorne, Leute. Haltet die nach vorne Taste gedrückt. Beim Klettern pusht ihr so ein kleines bisschen nach hinten. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, dann werden sich die Zombies auch unter euch versammeln. Das war's dann mit diesem Glitch und wir gehen weiter zum nächsten Glitch. Und zwar müsst ihr hierfür zum Teich, geht hier zum LKW. Ihr springt nun etwas aus der Distanz hier oben hin. Haltet die Taste nach vorne gedrückt und beim Klettern pusht ihr so ein bisschen nach hinten, Leute. Und dann sollten sich die Zombies auch unter euch versammeln. So, wenn ihr die Tür links aber geschlossen hält, dann spawnen die Zombies auch viel, viel schneller, damit ihr Bescheid wisst. Und nehmt am besten auch den Feuerring mit, weil der Megatron kann euch, wie auch zuvor, bei dem anderen Pileup hier am LKW euch treffen. So, das war's dann auch mit diesem Glitch und wir kommen wieder zum nächsten Glitch. Und der nächste Glitch befindet sich im Wohnzimmer, Leute. Lasst hierfür am besten einen Zombie leben und klettert hier auf dieses Geländer drauf. Dann, Leute, müsst ihr an die rechte Ecke der Munitionskiste springen. Jedoch passt auf, ihr dürft beim Springen nicht die Decke oben berühren und müsst dann straight quasi auf die Kiste drauf springen, so wie ich. Und wenn ihr dann hier drauf seid, dann werden sich die Zombies auch hier oben versammeln und aufhören auf euch zu werfen. Das Gute an diesem Glitch ist, ihr seid auf der Munitionskiste und könnt immer wieder eure Munition nachkaufen. So, kommen wir nun zum nächsten Glitch. Dieser Glitch ist auch im Wohnzimmer, Leute. Lasst am besten einen Zombie dafür am Leben und kauft dann diese Tür hier auf. Dann geht hier zu diesem Geländer, Leute, und klettert dann hier auf dieses Geländer drauf. Wenn ihr dann hier oben drauf seid, dann lauft ungefähr dahin, wo ich hinlaufe, Leute. Und lauft so ein kleines Stück zurück, am besten aimt dafür dahin, wo ich ihn aime, hier unten auf diesem Blutfleck, und dann sollte auch der Zombie aufhören, euch mit Fleisch zu bewerfen. Also ich lasse den Zombie jetzt noch ein bisschen näher kommen, um zu gucken, ob ich im richtigen Spot bin. Wie ihr seht, er wirft mit Fleisch. Ich gehe noch so ein kleines bisschen zurück. So, genau hier, Leute. Und jetzt hört der Zombie auf zu werfen. Wenn er dann aufgehört hat zu werfen, dann lauft hier so ein bisschen hoch wie ich. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann werden sich auch alle Zombies unter euch versammeln. Wie ihr seht, läuft der Zombie jetzt auch unter mir und alle anderen Zombies werden auch hier hinlaufen. So, weiter geht es mit dem nächsten Glitch. Dieser Glitch ist ebenfalls im Wohnzimmer, Leute. Und zwar geht ihr hier hinten in die Ecke, wo ich hingehe. Hier könnt ihr nämlich an der Wand hochlaufen. Ihr lauft dann die Wand hoch, Leute, ungefähr bis zum blauen Licht, so wie ich es hier mache. Und danach müsst ihr euch von einem Zombie downen lassen. Natürlich braucht ihr hierfür auch eine Selbstwiederbelebung, sonst klappt das Ganze nicht. Wenn ihr dann down seid, Leute, haltet ihr die Liegen-Taste gedrückt und halt euch wieder. Und wenn ihr dann oben seid, dann könnt ihr noch so ein kleines bisschen so nach rechts pushen. Dann macht das, Leute, passt auf, dass ihr nicht runterfällt. Ihr geht so lange nach rechts, bis ihr so ein kleines Stück nach vorne pusht. Und wenn ihr das dann richtig gemacht habt, Leute, dann versammeln sich die ganzen Zombies unter euch. Der Megatron wird hier nicht spawnen, der spawnt im Nebenraum bzw. bleibt da hängen. Und wir begeben uns zum nächsten Glitch. So, Leute, für den nächsten Glitch müsst ihr wieder unter die Map gehen. Nehmt hierfür die Heilaura mit. Am besten, wenn ihr habt Stufe 5 und wenn nicht, dann reicht auch Stufe 3 mit paar Stimshots. Dann lasst ihr euch down gehen, Leute, schießt eure Munition wieder leer. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann holt ihr euch wieder hoch. So. Die Zombies sollen jetzt am besten von hinten auf euch zulaufen, also nehmt die einmal so kurz mit, so wie ich es jetzt gerade tue. Ich habe jetzt 3 Zombies übergelassen. Ihr könnt das auch mit 2 machen, aber mit 3 klappt es irgendwie in letzter Zeit besser. So, dann lauft am besten hier hoch, damit die Zombies auch gerade von hinten auf euch zulaufen. Legt euch hier an diesem dritten Kreis hin,
haltet die nach vorne Taste gedrückt. Und wenn die Zombies euch nach vorne pushen, Leute, dann drückt die Ducken-Taste. Und falls nicht klappt, legt euch wieder hin und drückt einfach wieder die Ducken-Taste. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, dann seid ihr hier unter der Map. So, als nächstes, Leute, lauft hier hin, wo ich hinlaufe. Guckt da hin. Lauft nach unten. Und sobald ihr Schaden bekommt, Leute, aktiviert eure Heilaura. Wenn ihr das gemacht habt, lauft hier links in die Ecke, kriecht hier hin, kriecht nach links, aktiviert nochmal ein Stimshot, damit ihr nicht stirbt und lasst euch hier runterfallen. Wenn ihr hier unten seid, dann seid ihr endlich in dem Spot. Hierfür würde ich euch empfehlen, nehmt die Wunderwaffe mit, am besten die Gaswunderwaffe. Und Leute, nochmal wichtig, wenn ihr zu nah an der Wand seid, kriegt ihr Damage und wenn ihr zu weit weg seid, dann kommen die Zombies nicht. Also versucht die perfekte Mitte zu finden und macht es dann so wie ich. Schießt mit eurem Gas und saugt dann gleichzeitig die Zombies ein. So pusht ihr die Runden eigentlich auch relativ schnell, Leute. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Falls ihr mehr Videos von diesem Format wollt, dann schreibt mir in die Kommentare. Diesmal war es nur von die Maschine, Leute. Falls ihr wollt, dass ich auch von den anderen Maps so Glitches poste, die noch alle funktionieren, so alles in einem Video, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.